Als nächstes hören wir Micha Greif. Komm auf die Bühne. Micha ist aus München hergereist. Er ist Verbraucherwissenschaftler. Er ist Vorstand und Sprecher der von ihm mitbegründeten DHV-Ortsgruppe München und ist der Co-Gründer einer zweiten Ortsgruppe, nicht mal in der Nähe, sondern in Münster. Er ist super engagiert. Ich habe eine Liste von den Sachen gesehen, was er macht. Ich frage mich, wie schafft man das mit einem Leben? Irgendwie so wie Hermine mit Zaubertricks oder so. Danke. Auf jeden Fall ich pick jetzt eine Sache raus, die ich ganz witzig finde. Er hat in Vertretung des Handverbands ein Gespräch gehabt, wurde eingeladen von dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Richtig. Und für sein Engagement wurde er auch ausgezeichnet 2018 mit dem zweiten Hanfadler. Hier ist deine Bühne. Danke sehr. Hallo zusammen, servus. Ja, ihr habt bestimmt vielleicht schon ein bisschen von uns aus München gehört. Wir stehen ja jedes Jahr beim Oktoberfest bei der Wiesn, haben dort Infostände, verteilen kleine Hopfenproben in szenetypischen Tütchen und sorgen so für ein bisschen Erheiterung in der bayerischen Hauptstadt. Und wir haben noch ein paar andere Aktionen schon gebracht und laufen gehabt. Und zuerst möchte ich da mit einem sehr ernsten Thema beginnen, nämlich diesem hier. Es ist André B., André Borschert aus Burghausen. Der kann heute leider nicht unter uns sein, weil er getötet worden ist, und zwar von einem Polizisten. André B. war mutmaßlicher Drogendealer und ist auf der Flucht unbewaffnet gewesen und wurde aus ca. 5 bis 10 Meter Entfernung von hinten in den Hinterkopf, in den Nacken erschossen. Und was an sich schon sehr krass ist, der Täter, der Todesschütze, der Polizist aus Rosenheim, ist dafür nicht mal verurteilt worden. Es gab noch nicht mal einen Gerichtsprozess und wir finden, das kann nicht so sein. Deswegen sind wir dieses Jahr demonstrieren gegangen. Wir sind nach Burghausen gegangen, ins tiefste Oberbayern, in einen 17.000 Einwohnerort und haben dort eine Demonstration organisiert, um klares Zeichen zu setzen gegen Polizeigewalt. Nicht gegen die Polizei, um das ganz klar zu sagen, sondern gegen Polizeigewalt und für die Verurteilung solcher Todesschützen und die Entwaffnung solcher Polizisten, die nicht mal treffen können und somit das Leben der eigenen Kollegen und Kollegen und in dem Fall sogar spielender Kinder in der Nähe in Gefahr setzen. Aber zum Glück haben wir auch schönere Themen. Thema Cannabis als Medizin. Da war ja in München oder generell in Deutschland hatten wir das Problem, Thema Lieferengpässe, Versorgungsengpässe. Selbst wenn man ein Rezept bekommen hat, was ja super schwierig zu bekommen ist, wie ihr alle wisst, dass man selbst aus der Apotheke sein Rezept schlichtweg nicht einlösen kann. Und wir haben gesagt, das kann nicht sein. Ja, und dann haben wir gesehen, es gibt Politiker, es gibt einzelne Firmen, die behaupten, Lieferengpässe gibt es nicht mehr. Und das war für uns oberkrass und das haben wir gedacht, das können wir nicht so stehen lassen, da müssen wir aktiv werden. Und wir haben uns dann entschlossen, ein Modellprojekt zu beantragen, dass die Stadt München einen Cannabisanbau, einen Medizinalhanfanbau in München fordern soll. Und es hat uns gleich jeder ein bisschen für bekloppt erklärt. Modellprojekte wird doch eh nicht beschlossen und dann erst recht nicht in Bayern und insbesondere nicht in München. Ja, und das Geile ist, im Januar diesen Jahres hat sich unser Oberbürgermeister, der Dieter Reiter, ganz klar für das Modellprojekt ausgesprochen. Und somit haben wir dann im Mai diesen Jahres einen Beschluss der Stadt München, einen einstimmigen Beschluss im Gesundheitsausschuss erreicht. Also mit den Stimmen der CSU, der Bayernpartei, FDP, Grüne, Linke, SPD, alle für ein Medizinalhanfprojekt in München. Und dafür bitte ich um einen kräftigen Applaus. Und das ist natürlich ein Punkt, da setzen wir an, da machen wir weiter. Da wird es jetzt einen runden Tisch geben, wo sich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger daran beteiligen sollen. Die SPD in München hat sogar noch einen draufgesetzt bei dem Antrag spontan und hat beantragt, dass sich unser Oberbürgermeister auch sich dafür einsetzen soll, dass die Regelungen auf Bundesebene verbessert werden, um Modellprojekte zu vereinfachen. Und ich sehe auch ein bisschen, was so die Kritik ist, die so online kommt bei uns im Social Media. Da gibt es Leute, die sagen so Modellprojekte, wir brauchen doch die ganze Legalisierung. Stimmt absolut, die wollen wir natürlich.
Aber letztendlich müssen wir auch immer gucken, was können wir im Moment erreichen. Und im Moment haben wir im Bundestag keine Mehrheit für die ganze Legalisierung, aber Modellprojekte, die sind jetzt schon machbar. Und deswegen fordern wir bitte Modellprojekte jetzt. Ja, danke soweit. Danke dir, Micha. Und wir haben hier einen ganz besonderen Anlass. Denn ich freue mich, Micha sogar noch eine Auszeichnung überreichen zu dürfen. Er wurde für sein ehrenamtliches Engagement als Cannabis-Aktivist im Bereich Cannabis als Medizin ausgezeichnet. Und zwar von niemand Geringerem als der Stadt München. Die Stadt München hat sich die Übergabe im Rahmen einer besonderen Festlichkeit gewünscht. Und was eignet sich da mehr als die Hanfparade? Micha ist Gründer und Sprecher der Ortsgruppe München des Deutschen Hanfverbandes. Im Rahmen dessen widmet er sich der Thematik von Cannabis als Medizin. Er beantwortet Anfragen, bietet Hilfestellungen zum Thema Cannabis als Medizin und trägt dieses Anliegen bei kassenärztlichen Vereinigungen und anderen zuständigen Entscheidungsträgern vor. Des Weiteren bereitet er Treffen der Ortsgruppe vor und führt diese durch. Herr Greif ist darüber hinaus treibende Kraft der Initiierung und Koordination von Projekten der Gruppe. Er engagiert sich als Campaigner und PR-Manager für die lokale Interessensvertretung und Öffentlichkeitsarbeit. Und auch hier möchte ich noch eins dazusetzen, was jetzt die Stadt München nicht gesagt hat, aber ich glaube, was wir auch besonders würdigen sollten, ist, was er uns gerade erzählt hat. Er hat dieses Gedenken zu André B.'s Erschießung durch den Polizisten in Burghausen, den Gedenkmarsch in Burghausen organisiert. Und über einen längeren Zeitraum auch stand er in Kontakt mit der Mutter und hilft ihr, dass dieses Ereignis nicht in Vergessenheit gerät und vor allem, dass es keine polizeilichen Ermittlungen dazu gab, beziehungsweise dass sie eingestellt wurden. Darüber habe ich das auch wieder auf den Schirm bekommen. Da bin ich auch persönlich super dankbar, dass du da so engagiert bist, auch bei diesem Thema. Jetzt vertrete ich wieder die Stadt München. Ich überreiche dir, Micha Greif, diese Urkunde im Namen der Bürgerinnen und Bürger der bayerischen Landeshauptstadt München. Wir danken dir herzlich für dein freiwilliges Engagement im Bereich Gesundheit. Mit deinem Engagement leistest du einen wertvollen Beitrag für das soziale Miteinander, die kulturelle Prägung sowie die lebendige Gestaltung und Weiterentwicklung unserer Stadtgesellschaft und ihrer Umwelt. Ja, vielen Dank. Die Cannabis-Bewegung lebt von hingebungsvoll engagierten Menschen wie dir. Auch im Namen der Hanfparade danke ich dir für deinen Einsatz und ich sende ganz liebe Grüße und ein wirklich ernst gemeintes Lob an die Stadt München. Gut gemacht, da habt ihr eine gute Entscheidung getroffen. Weiter so. Wir machen jetzt noch einen kleinen Fototermin, aber weiter geht's mit Henning. Ich will noch ganz kurz was sagen. Ah, sorry. Ja, oder so. Soll ich zuerst sagen? Du sagst, jetzt habe ich schon wieder was durcheinander gebracht. Nee, dann sage ich zuerst, das ist überhaupt kein Problem. Also Micha, ich wollte ganz kurz sagen, also vielen, vielen Dank an die Stadt München, an diese Auszeichnung. Das ist echt was Besonderes für mich, ohne Quatsch. Ich vermute mal, dass ich da auch der erste Hanfaktivist bin, der überhaupt von der Kommune so eine Auszeichnung bekommen hat. Wenn es nicht so ist, gib mir bitte eine Info. Ich fände das super spannend, da mehr drüber zu erfahren. Und vor allem so eine Auszeichnung. Also ich bin hoffentlich nicht der Letzte gewesen. Also jeder von euch, es gibt eigentlich in jedem Bundesland oder fast in jeder Stadt, jeder größeren Stadt, Möglichkeiten zur Förderung von Ehrenamt. Und es muss nur jemand auch mal einen Antrag stellen. Und wenn ihr da Fragen habt oder Hilfestellung habt, wo man sowas finden kann, schreibt uns einfach an, Deutscher Hanfverband München, ortsgruppe-münchen@hanfverband.de. Helfe ich euch gerne dabei. Damit noch viele weitere Leute ausgezeichnet werden. Und was mir auch ganz wichtig ist zu sagen, ich weiß, dass ich halt verdammt viel Arbeit mir gemacht habe mit allem, egal ob Social Media, Pressearbeit, Lobbyarbeit, öffentliche Auftritte, Podiumsdiskussionen, Talkshows und alles Mögliche. Aber letztendlich möchte ich auch hier wieder mit aller Deutlichkeit sagen, dass auch wenn ich Sprecher, Vorstand, Gründer und alles Mögliche bin, ist es niemals so, dass es alles einer alleine macht. Letztendlich, danke.
Es geht immer, es ist alles eine Teamarbeit. Wir stehen auch hier alle zusammen zu Hunderten, zu Tausenden für die Legalisierung ein. Und in München sind wir auch eine der größten Legalisierungsgruppen mittlerweile, die wir aufgebaut haben in ganz Deutschland. Und natürlich sind auch einige Münchner hier. Und ich bitte mal, die Münchner ihre Hände zu erheben und um einen kräftigen Applaus für alle Aktivisten aus München. Euer Applaus. Und ich. Vielen Dank und einen schönen Tag euch.